So, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part XD, der dunkle Sturm, beziehungsweise Pokémon XD, der dunkle Sturm. Wir sind hier auf der Box. Ja, ich habe ja was versprochen, beziehungsweise gesagt. By the way, wir haben schon ein paar Pokémon gefangen und... Hey, Kamob ist ready. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. War das nicht im Forum? I don't know. Ich will jetzt erstmal ein paar Pokémon ablegen und ein paar neue erstmal mitnehmen. Und dazu gehört erst... mal Simvolara, weil er mir ein bisschen overpowered ist zurzeit. Deswegen dachte ich mir, komm, nehmen wir den erstmal nicht mit. Und ich habe gerade irgendwie Bock auf, wer ist denn vom Level her dabei, beziehungsweise gut dabei? Krummlöffel, Ladybar. Ach, wisst ihr was, ich habe mir gedacht, komm, wir nehmen einfach mal hier schon das Trasla mit. Und noch ein anderes Pokémon nehmen wir mit. Jetzt können wir noch ablegen. Ja, eine Rettung brauchen wir vielleicht noch. Von daher nehmen wir doch mal Eule erstmal raus. Den packen wir auch hier unten so als Mains, eher gesagt. Pokémon benennen werde ich noch nicht, von daher wird er noch nicht erstmal mitkommen hier. Wen können wir sonst noch mitnehmen? Von der Seite vielleicht noch jemanden. Enikoro! Enikoro ist so knuffig, oder? Werte sind jetzt nicht so die besten. Wir gucken mal von den Werten allgemein. Kanivana ist auch nicht schlecht. Ein Zwirrlicht? Don't know. Ist eigentlich nicht so gut im Angriff her, aber von der Def her. Da muss ich mal gucken. Flunkiefer geht, aber Flunkiefer ist nicht so das Beste. Ach, wisst ihr was? Ich nehme einfach Enikoro mit. Enikoro ist knuffig und süß. Obwohl, der ist mir ein bisschen... Oh Mann, der ist mir ein bisschen zu underleveled. Ich werde die irgendwann auf... Obwohl. Doch, ich nehme jetzt einfach mit. Ja, das habe ich mir jetzt einfach festgesagt. Das habe ich jetzt einfach gesagt. Das stimmt jetzt auch so. Wir packen erstmal Trasla nach vorne. Und Karpelz, weil Karpelz so ein Matchwinner zurzeit ist. Von daher passt das sehr gut, meiner Ansicht nach. Gut. Was gibt es noch großartig zu sagen, außer dass wir jetzt noch ein paar Pokéball vielleicht noch holen könnten, sollten. Da wir keine mehr haben, beziehungsweise fast keine mehr haben. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Da ist hier der Ersatzteller. I don't know. Mal gucken. Was haben wir hier denn? So, das war der Ersatzteilladen, ne? Wir haben im letzten Part viele Krypto-Pokémon gefangen. Das hat mich sehr gefreut. Das fand ich echt geil. Das verkauft. Der verkauft gar nichts. Hätte ich jetzt gedacht, dass der hier auch was verkauft, aber wohl nicht. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil ich nicht weiß, wo jetzt hier der Shop ist. Naja, ist ja auch egal. Wir haben eher eine neue Mission und ich glaube, dafür reicht das auch erstmal die Pokéball, die wir noch haben. Moment, erstmal gucken, wie viel sind das denn? Sonst können wir uns wirklich noch in eine Stadt eben gehen. Ah, komm. Ne, 10 Stück hier. Das reicht völlig. 100%ig reicht das. Wenn ich das sage, dann stimmt das. Und zwar haben wir im letzten Part erfahren, dass Fennec überfallen werden soll. Und wir sollen den Bürgermeister dort über die Pläne von Team Krypto berichten. Eine idyllische Oasenstadt in der Wüste von Team Krypto bedroht. Dong, dong, dong. Wir cruisen mit unserer Rolle her. Ey, der cruist wieder rum. Cruise ich und sowas, ne? Richtig genial. So. Ah, einer der geilsten Städte überhaupt. Tada! Und lass die Musik... Musik auf euch wirkt, wollte ich gerade sagen, aber... Ich habe meine Zunge verschluckt. Willkommen in Fennec. Und ein großes Hurra. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der 1000. Besucher. Sie haben jetzt ein iPad gewonnen. Ohne Mist, klicken Sie einfach auf den jetzt einblinkenden Link. Oh mein Gott, ey, das ist so eine Abzocke. Du wirst es nicht glauben, aber du bist der... Beste, meine Freunde. Beste, ja. Da habe ich jetzt auch wirklich, wirklich Grund zu lachen gehabt. Du bist ja 1 Million. Besucher in Fennec. Als kleines Dankeschön erhältst du diese CD-Box. Sie enthält sogar ein paar Kampf-CDs. CD-Box. CD-1. CD-07. Von James Bond. CD-20. Von R220O. Freust du dich? Nein. Geh am besten gleich zum... zum Lagerraturm. Freust du dich? Nein. Er ist nicht weit von der Stadt. Los, 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 los. Okay, was soll ich da... Der Lagerraturm ist ganz im Nordwesten. Du kannst ihn nicht übersehen. Der Lagerraturm ist eine erstklassige Kampfeinrichtung, wo Trainer mit Kampf-CDs Kampfsims abhalten können. Na los, geh schon. Viel Spaß.
Sollen wir es wirklich jetzt machen? Ja, okay, dann machen wir das mal. Das ist bestimmt auch nicht schlecht, ne? Das ist wahrscheinlich was Geiles. Was Geiles. Wow. Na, die beiden wieder. Blöd. Was hast du nur auf sich mit diesen Kampf-CDs? Pokémon tauschen auf? Alles klar. Aber ist der Kampf vorbei? Verschwinden sie einfach. Man darf sie nicht behalten? Oh, Menno, ich habe all meine Sparte ausgegeben, weil ich dachte, ich bekomme seltene Pokémon. Vor allem echte Pokémon. Da habe ich sprichwörtlich Geld zum Fenster rausgeworfen. Ich verschwinde von hier. Was sollen wir mit diesen Kampf-CDs jetzt machen? Was bringen sie, wenn man kein... All die Musik ist ja richtig chillig. Ich würde jetzt gerne so einen Mogelbaum da, wie das da auf der Statue da sehen, was so rumraspelt mit seinen Ärmen, ey. Mit seinem Ärmen. Gibt's da wohl Ärmen überhaupt? Ich glaube, mit seinen Armen. Was bringt sie, wenn man keine richtigen Pokémon bekommt? Am besten einfach wegschmeißen. Ja, schmeiß sie weg? Haben sie nicht. Schade, sonst hätte ich die aufheben können. Naja, egal. Was gibt's denn Schönes? Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Mit den ganzen rotierenden Mogelbaums, Wasserbrunnen und diesen... Was ist das überhaupt? Ist das Rubin, Saphir, Smaragd so ein bisschen wegen den Leuchteffekten? I don't know. Wow, ich bin immer wieder überrascht, wie hoch dieser Turm ist. Ganz oben auf dem Turm befindet sich ein Kolosseum. Ich würde sehr gerne an Kolosseumkämpfen teilnehmen, aber ich leide an Höhenangst. Wie aber nicht. Hey, da ist ein Walker. Hey, was geht hier ab? Ein Protein. Das steigert die Kampf... Ne, den Angriff um 1. Sehr schön. Das ist der Lagra-Turm. Die höchste Instanz, wenn es um Kämpfen geht. Mal sehen, es gibt dort Kolosseumkämpfe, Kampfsims und Kampfbingo. Bingo! Welche große Auswahl, ich kann mich gar nicht entscheiden, was heute ausprobieren möchte oder ausprobieren soll. Ja, ich weiß auch nicht. Guck mal. Ich weiß, dass das Ding so ein halbes Labyrinth ist. Ich habe mich da mal verlaufen damals. Oh, ein sehr schöner Kronleuchter. Oder soll das ein Kronleuchter sein? I don't know, man. Beste. Und wow, like a Mofo, fahren wir jetzt hier auf so einem Bahngleis? Das ist immer, ich habe Like a Mofo öfters nicht mehr gesagt. Oh, da sieht das nicht klassisch aus. Das sieht doch bam, ey. Hier ist ein Tresor, hier ist Geld hinter. Bam. Das wäre ein schönes Thumbnail, oder? Weiß ich nicht. Mal gucken, was ich als Thumbnail benutze. Ich kann das ja erstmal den Thumbnails machen. Das freut mich ehrlich gesagt. Das macht so Spaß, da diese ganzen Situationen dabei. Ich sehe raus, ne? Willkommen, Lagra-Turm. Der ganze Stolz von Painac. Diese Einrichtung dient als Stätte des Kämpfes und der Wettkämpfe. Trainer können Kolosseum-Kämpfe, Kampfsims und bei Kampfbingo ihr können unter Beweis stellen. Wir hoffen sehr, dass du dich hier prächtig amüsieren wirst. Darüber hinaus kannst du hier Poke-Coupons gewinnen, die du auf dem Duellberg gegen Items und TM eintauschen kannst. Wow, nice. Vielleicht haben wir hier auch noch... Ja, ich werde hierzu auch mal einen sehr großen Bart machen, meine Freunde. Das heißt, ich werde wohl das hier durchrapen müssen. Oder machen. Hey, was geht ab? Willkommen, Kampfbingo! Kann ich hier behilflich sein? Spielen. Wenn du spielen möchtest, kostet das 100... Oh, boah, 500 Euro Startgeld. Okay, gehen wir gerne aus. Vielen Dank! Diese Karte stehen derzeit zur Auswahl. Was für Karten? Ich muss mir das erstmal angucken. Was ist das denn? Einfach. Ich nehme einfach mal Nidorino, weil ich das am coolsten von den drei finde. Was muss ich jetzt machen? Stufe einfach. Drei Typenkarten. Drei Pokémon-Typen sind vertreten. Okay, und jetzt? Was ist hier? Hier sind auch drei Typen. Nehme ich mal den hier. Achso, Gift ist sehr effektiv auf Pflanze. Pflanze ist sehr effektiv auf Bohnen. Und Bohnen ist effektiv auf Gift. Ah, okay, kapiert. Ja, ich spiele mit der Karte. Werde das nächste Feld. BE, was heißt das? Unter dem Feld war BE1. Du hast BSD plus 1 gewonnen. Woo! Welches Pokémon soll BE? What the fuck, was ist das? Hä? Okay. Kann ich jetzt noch was aufdenken oder was? BE1? Was ist denn das? Ja, greif einfach mal den Scheiß hier an. Ich kann nur den hier angreifen. Was ist denn das? Hä? Die Musik. Leute. Alter, die ist ja wohl fucking awesome, oder? Boah, genial, Leute. Richtig Gänsehaut-Fieber, ey. Die Musik ist richtig genial, ey.
Die gefällt mir total, ey. Die hat sowas richtig Spaciges, ey. Genial. Gut, wir töten jetzt einfach mal so einen Rettern, weil Gift und so. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich war jetzt auch zu faul, um einfach Info zu drücken, aber... Ihr kennt den Zero, ne? Der macht gern was er will. Und wenn er was will, dann macht er das auch. So ungefähr, ne? Und... darf keinen Crit machen. Keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Wir werden es einfach ein bisschen durchgucken hier. Deswegen kurz mal anschneiden, was wir hier machen können. Dann werden wir auf jeden Fall Painac gehen. Ich werde das in so einen Special Part machen, wo wir das dann genau uns angucken werden, wie das mit dem Kampf Bingo funktioniert, welchen super Part machen, wie wir an alle Stufen machen werden oder nicht. Deswegen, das werden wir noch alles machen, Leute. Keine Angst. Okay, da habe ich einen Retter gewonnen und jetzt? Jetzt kann ich gegen Pflanzen-Pokémon kämpfen oder was? Jetzt haben wir einen Endivie. Ist jetzt immer noch... Nee, ist nicht angeschwächt. Und da wir jetzt einen Vorteil gegen Valdivia haben, plus der plus sehr Effektivitätskeines Bonus, sollte es denn Valdivia nicht One Hit Down sein, meiner Ansicht nach. You know what I'm saying, man. Oh, wie süß, Valdivia. Valdivia ist knuffig, oder? Ich find's sehr geil. Und damit haben wir es platt gemacht. So, ich würde sagen... Was passiert jetzt? Danke fürs Spielen, das war wirklich... großes Pech, hoffentlich klappt es beim nächsten Mal besser. Hä, was soll ich machen, Junge? Nein, ich will nichts setzen. Ich will erstmal Info haben. Also erstmal spielen und dann Info, ne? Das ist super. Was ist Kampf-Bingo? Kampf-Bingo ist ein Strategiespiel, das auf der einer Bingo-Karte gespielt wird. Zwischen 16 Felder, die in einer Raster von angeordnet sind. Ja, Zielspiele sind alle 10 Felder aufzudecken immer. Ah, das ist mir kurz kompliziert. Das mache ich gegen anderen mal, Leute. Ah, Chili hier, ey. 5 Euro dafür verloren. Das ist wie in der Spielo, wenn der Zero ab und zu mal, der hat ja hier eine Paramas, der geht dann einfach mal in der Spielo rein und dann verzockt dann sein ganzes Geld, ey. Zack, 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 alles in den Automaten rein. Kommt er wieder und dann gewinnt er auch nichts. Dann wusste auch nie, wie das vorher geht. Das ist eine Kampfsimulation, das können wir auf jeden Fall machen hier. Durch Einsatz der Kampfsimulation kannst du viele verschiedene Kampfsims erleben und dadurch viel lernen. Es gibt viele unterschiedliche Kampfsimulationen, leicht schwierig. Ich glaube, es gibt interessant 50 Stück. Okay. Können wir hier einfach reingehen jetzt, oder was? Don't know. Oder können wir die hier vorne einlösen? Ich glaube, die können wir vorne einlösen. Willkommen, du kannst Kampfsims einsetzen, wenn du willst. Leider wurde vor kurzem bestohlen, sodass wir jetzt nur eine kleine Auswahl an Kampfsims anbieten können. Darüber hinaus kauften eben zwei Trainer fast die ganzen... Oh, nee, ich weiß, wer das war. Kampfsims auswählen. Machen wir mal Kampfsims 1 einfach mal. Obwohl ich grad... Hundemonster stürzen, Künstler, wechsel schnell den... Wisst ihr was, Leute? Ist das dein Flug versus Flug? Nutzt die gegnerische Attacke? Gucken wir einfach mal. Kampf dir prüfen, was heißt das denn? Tropius gegen Tauboss sollte eigentlich kein Ding sein für den King hier. Komm. Knacken wir einfach mal. Deswegen einfach gucken, was das hier ist. Ich werde nochmal, auch wie gesagt, hier einen noch extra Part dazu machen und alle Kampf-Sims gleichzeitig machen. Und dann werden wir sehen, was wir bekommen und alles Mögliche. Deswegen, erstmal die ganz special Animation hier. Puh. Schon sind wir auf einem Oasenplatz. Die Musik kennen wir ja aus dem ersten Part. Und by the way, ich habe für den ersten Part mal ein super geiles Thumbnail gemacht. Guckt ihr das mal bitte an in meiner Playlist. Würde mich interessieren, ob ihr es geil findet oder sagen würdet, na Zero Man, das kannst du noch ein bisschen Like im Auge machen. Macht mal was anderes hin. Deswegen, das würde mich mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. So, wir haben jetzt aber hier eine schöne Auswahl von Attacken. Wir haben Windstoß, was ein Step bekommt. Was sehr effektiv, nee, nicht sehr effektiv, was normal effektiv ist. Wir haben Risikodeckel, was meiner Ansicht nach die stärkste Attacke überhaupt ist bei Tauboss. Wir haben Agilität, um unsere Initiative zu boosten. Was in dem Fall aber unsinnig ist, da Tauboss 100%ig schneller ist wie Tropius. Von daher werde ich einfach mit einem Risikodeckel ordentlich reinklatschen, da es erst ein Step bekommt, physisch ist und die meisten Schaden verursacht. Oh yeah. Und wir kriegen ein bisschen Rückstoß. Aber ja, es ist nicht so viel. Und es fliegt empor. Na gut, was machen wir dagegen? Da es eh fliegt und da wir eh nicht als erstes angreifen können, machen wir Downreigen. Und es trifft leider nicht. Boah, war logisch, weil gar nicht keine Attacke treffen würde, außer Agilität, was uns leider nicht viel bringen würde. Ja, macht doch schon ein bisschen mehr Schaden, als ich dachte. Das ist jetzt ein bisschen doof. Pat. Was?
Was ist denn jetzt los? Daneben? Ich hab doch, was hab ich denn gemacht? Nutzt die gegnerische Attacke. Hä? Was willst du denn von mir? Soll ich Fliegen benutzen? Ich hab doch gar keinen Spiegeltrick oder irgend so einen Scheiß. Junge, was ist das denn jetzt? Flug versus Flug, nutze die gegnerische Attacke. Junge, was habe ich denn falsch gemacht? Das ist so, das ist hochstrategisch in das Kapitel 7, weil das zu hoch ist. Seine Birne ist nicht aufgebaut, so was komplett wert ist. So, der Otto war Akis, der wird jetzt kaputt gemacht. Und wenn nicht, dann mache ich ihn kaputt. Wenn er nicht kaputt gemacht wird, genau. Ah, keine Ahnung, was die von mir wollen hier. Komm, Tropius. Gegnerische Attacke nutzen. Wie soll ich eine gegnerische Attacke nutzen? Ich hab Downreigen. Das senkt doch den Angriff nur, oder nicht? Ich will keine Attacke tauschen hier. Soll ich Windstoß machen, oder was? Was bringt das mir? Bringt doch gar nichts. Was bringt mir das jetzt? Das ist eine gegnerische Attacke, oder was? Es fliegt empor. Na, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt soll ich Agilität machen, oder was? Aber anderes kann ich doch nicht machen. Jetzt habe ich verloren, oder was? Hä? Leute, das ist mir irgendwie zu hoch, ey. Ich soll die gegnerische Attacke nutzen, um den zu töten, oder was? Aber wie denn? Das ist mir zu doof, ey. Junge. Junge, schade. Ja, genau. Ne? Leute, ich werde mir das irgendwie mal in Ruhe angucken. Und dann werden wir dazu einen richtig schönen Part machen. Aber ich glaube, das war's auch erstmal für heute. Alter, maskulin, natürlich schieb maskulin. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen weiter hier gucken. No! Ich wollte eigentlich noch nach oben gehen, ganz nach oben und gucken, was da ist. Oh, naja, drive mir wieder zurück. Aber das werden wir noch, wie gesagt, in mehreren Special Parts uns angucken, mehrere Kampf-CDs durchzocken und alles Mögliche. Das werde ich noch alles zeigen, wie gesagt, Leute. Ja, bitte komm irgendein anderer mal wieder. Chillen, was soll ich jetzt machen hier? Ah, hier ist eine Box. Cool. Cool. Hyperball. Wow, unser erster Hyperball. Nice. Gut. Das war's dann, glaube ich, auch erstmal für den heutigen Part. Was will er denn hier? Nein, ich will hier gar nichts. Ich weide dich hier raus. Gut, Leute. Ich glaube, das war's dann erstmal doch für heute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein und bis zum nächsten Part. Ciao.